Schnell, einfach und ungefährlich soll die Montage und Demontage von Radgewichten sein. Das Ballastierungssystem So Easy des französischen Unternehmens EasyMass soll genau diese Kriterien erfüllen. Mit Gabelzinken werden die je 200 Kilogramm schweren Gussscheiben an den Adapter herangefahren, dann mit je 2 Bügeln pro Scheibe gegen ein Abrutschen gesichert und abschließend per zentraler Klemmschraube mit einem Riegel fixiert. Herzstück des Systems ist der Adapterrahmen, den es bislang für 275er Lochkreise mit 8 Schrauben und 325er Lochkreise mit 10 Schrauben gibt. Die Schrauben sollten so lang sein, dass sie mindestens 2,5 cm des Gewindes aus der Mutter hervorstehen. Hier ist bereits ein Abstandsring montiert, der entnommen werden muss. Da man insgesamt nur 6 der 8 Schrauben benötigt, muss der Schlepper nicht aufgebockt werden. Die 2 verbleibenden Schrauben werden mit Abstandshülsen versehen. Durch die konischen Formelemente des Adapters und der Gewichtsscheiben zentrieren sich diese bei der Montage von allein. Es ist aber darauf zu achten, dass die Öffnung des Langlochs mittig des Adapters bei der Montage und Demontage nach oben zeigt. Hier wird später die Sicherungsschraube eingelegt. Insgesamt können pro Seite bis zu 4 Gewichtsscheiben angebracht werden. Zu beachten ist der zulässige Überstand zur Seite. Je nach Anzahl der montierten Platten variiert die Länge der Befestigungsschraube. Die Demontage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Wichtig ist, dass vor dem Lösen der Klemmschraube die Sicherungsbügel wieder eingesteckt werden. Zudem ist darauf zu achten, dass die Klemmschraube immer mit einem Drehmoment von etwa 300 Newtonmeter angezogen wird. Weitere Infos zu den Radgewichten sowie vielen weiteren Themen lesen Sie in der Profi 8 2023. Ja.